Stell dir mal vor, Kumpel, in einer Stunde werde ich unter der Golden Gate Bridge durchsegeln, den Wind zum Duell fordern und auf den Wellen dahingleiten. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, Captain Bligh, und ich bin sicher, es täuscht mich nicht, hat Ihr Boot ein Leck bekommen, als Sie das letzte Mal gesegelt sind, und die Küstenwache musste Sie reinschleppen, falls Sie sich nicht mehr erinnern sollten. Ich erinnere mich. Aber es hatte keinen Leck, Kumpel, es ließ nur ein wenig Wasser durch. Und war es denn mein Fehler, dass die Bilgepumpe nicht richtig funktionierte? Geben Sie die Schuld wem immer Sie wollen, Michael, aber Tatsache ist, dass Sie eine Stunde später zurückkamen. Klitschnass. Ich bin froh, dass du nicht dabei warst, als Columbus Amerika entdeckte. Devon ruft an. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Devon. Ihrer Position nach sind Sie ungefähr 10 Minuten von der Santa Clara Strafanstalt entfernt. Nein, falsch. In 2 oder 3 Minuten miete ich mir ein Segelboot. Ein Abenteuer, auf das ich mich jetzt schon seit 2 Monaten freue, Devon. Michael. Also, was gibt's? Eine äußerst wichtige Sache. Ein Gefangener, sein Name ist C.J. Jackson, ist gerade ausgebrochen. Ich möchte, dass Sie der Polizei mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, helfen. Devon. Sie wirken so ernst. Wer ist dieser Jackson, der ausgebrochen ist? Dieser Jackson ist nicht irgendein Ausbrecher, Michael. Das hier betrifft das Herz und die Seele der Foundation. Erklären Sie mir das. Oh, Michael, bitte. Bitte vertrauen Sie mir. Okay, fahren wir los. Also, Kit, schalte auf die Polizeifrequenz. Vielleicht kriegen wir eine Beschreibung des Fluchtwagens. Fühlen Sie sich besser? Ich fühle mich besser, wenn ich in Sicherheit bin. Und wenn ich genau weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Alles zu seiner Zeit, mein Freund. Alles zu seiner Zeit. Ich bin nicht Ihr Freund. Ich mache Geschäfte, hören Sie. Wenn wir ein Geschäft machen, nennen Sie mich weder Freund noch Bruder. Wie Sie es wünschen, CJ. Wir könnten durch den Ärger bekommen. Der Spaß ist es wert. Hallo, Süßer. Ich glaube, Sie müssen in meine Richtung. Und jetzt zu Phase 2. Michael, ich habe den Polizeifunk abgehört. Das verdächtige Fahrzeug fährt in nördlicher Richtung zum Ashbury-Distrikt. Vielen Dank. Okay, Kit. Vielleicht hilft uns dein Infrarotverfolgungsgerät weiter. Gute Arbeit, Kumpel. Eine alte Weisheit sagt, schneiden wir eben den Weg ab. Haben Sie Ihr Laserjagdsystem angeschaltet, Michael? Ich würde nie ohne das Ding fahren. Da vorne ist er. Alles klar, Kumpel. Hier zu riskant, Kit. Ich will nicht, dass er misstrauisch wird. Noch nicht. Unsere Zeit kommt noch. Seien Sie vorsichtig, Michael. Keine Sorge. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Leider nein. Kit, in dem Wagen ist niemand. Das ist unmöglich. Ein Wagen fährt nicht von allein. Tut er das nicht? Was du nicht sagst.
Er kommt. Knight Rider.